Wird ein pflegebedürftiger Mensch gegen seinen Willen in seinem Bewegungsdrang eingeschränkt oder am Verlassen seines Aufenthaltsortes gehindert, liegt eine freiheitsentziehende Maßnahme vor. Betroffen vor allem Personen mit kognitiven Einschränkungen oder psychomotorischer Unruhe, mit fordernden oder aggressiven Verhaltensweisen, Weglauf- oder sturzgefährdete Personen. In der Regel geschieht der Freiheitsentzug durch mechanische Vorrichtungen, zum Beispiel durch Gurtsysteme wie Hand-, Bauch- oder Fußfesseln. Auch hochgestellte Bettgitter und Gurte am Rollstuhl sind gängige Beispiele für freiheitsentziehende Maßnahmen. Genauso wie das Feststellen der Bremse am Rollstuhl. Das Absperren der Zimmertür oder komplizierte Schließmechanismen und Trickschlösser fallen ebenfalls in die Rubrik Freiheitsentzug. Unter Umständen ist auch die Vergabe von Psychopharmaka und Schlafmitteln eine freiheitsentziehende Maßnahme. Dann nämlich, wenn dadurch das Ziel verfolgt wird, die Beweglichkeit der Betreuten einzuschränken. Darüber hinaus können auch die Wegnahme von Bekleidung, zum Beispiel von Schuhen, und das Entfernen von Rollstühlen oder Gehwägen eine freiheitsentziehende Maßnahme darstellen. All diese Maßnahmen bedürfen in der Regel einer richterlichen Genehmigung. Eine richterliche Genehmigung ist insbesondere dann erforderlich, wenn der betroffene Mensch, dem die Freiheit entzogen wird, in die Freiheitsentziehung nicht einwilligt. Oder wenn er nicht einwilligen kann, weil er es zum Beispiel überhaupt nicht versteht, um was es bei dem Freiheitsentzug geht. Willigt der Betroffene hingegen selbst in den Freiheitsentzug ein oder ist aufgrund einer stark fortgeschrittenen Immobilisation nicht in der Lage, sich selbst fortzubewegen, muss eine freiheitsentziehende Maßnahme nicht richterlich genehmigt werden.